Marathonlaufen war sein Leben, bis zu einem Unfall, gefolgt von einer schweren Depression. Diese zwang Jorgo Trompeter in die Knie. Anstelle von Medikamenten nahm er eine Auszeit bei Mönchen in Griechenland. Ich war ein ungläubiger Mensch. Ich habe im Grunde an nichts geglaubt und ich bin am heiligen Bergatus in das Kloster gekommen mit dem Gedanken, vielleicht wirst ein Buddhist oder was auch immer. Ich habe noch nie eine Bibel aufgeschlagen gehabt. Und dann bin ich halt griechisch-orthodox getauft worden. Und dann komme ich zu diesem Arzt zurück, der mich betreut hat, und der hat mich nicht mehr gekannt. Der Journalist und sein Leben verändern sich total. Nach 10 Jahren verspricht er seiner Mutter auf dem Sterbebett, ein besonderes Buch zu schreiben. Wie in den letzten Momenten meiner Mutter die Hand gehalten habe. Ich verspreche meiner Mutter, dass es ein Buch von mir geben soll, mit dem man was Positives für Kinder bewirken kann. Zuerst schreibt er für Schmetterlingskinder, dann widmet er seine Arbeit notleidenden Kindern in Griechenland und den griechischen Flüchtlingslagern. Ich habe immer mehr gemerkt, dass in Österreich doch auch in der Armut ein gewisses soziales Netz da ist, wo Hilfe verfügbar ist. Irgendeine Stimme hat irgendwann zu mir gesagt, fahr dorthin. Und dann bin ich auf der Insel Lesbos gelandet und habe gleich die Möglichkeit gehabt, in das Flüchtlingslager hineinzukommen. Ich war so schockiert, dass es ist seitdem für mich eine moralische Verpflichtung, für diese Kinder was zu machen. Eine 500.000 Euro hat er bisher an Hilfsgütern und Spenden gesammelt. Die Gelder gehen an ehrenamtliche Organisationen. Darüber wacht Trompeter penibel. Für seine Bücher nimmt er nur freiwillige Spenden. Die neuesten sind gerade in Druck. Herzgereist, sagt der Titel schon, ist ein Buch, in dem es um Reiseerzählungen geht. Und dann ist das passiert, dass ich aus den Flüchtlingslagern in Griechenland so viele wunderbare Rezepte gekriegt habe von Menschen aus 25 Ländern, von überall, wo Flüchtlinge herkommen, aus dem arabischen, aus dem indischen, aus dem afrikanischen Raum, dass die nur ein Buch nicht mehr Platz gehabt hätten. Und jetzt habe ich mich halt dazu entschlossen, 2 Bücher zu machen. Die präsentiert er am 14. April in der HLW Steyr, inklusive Verkostung. Sein Traum, das Projekt soll 25.000 Euro für arme Kinder in Griechenland bringen. Das letzte Buch wird das ganz sicher nicht sein, auch wenn sich der 66-Jährige anfangs vor jedem neuen Projekt fürchtet. Irgendwie kommt dann im rechten Moment der Mut und diese Kraft und diese Energie, wo ich mir dann im Nachhinein selber nicht erklären kann, wie war das möglich, das zu schaffen.